Hallo, ihr 80er Jahre Retro-Groupies und Trashfilm-Freunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Trashothek Movie Minutes, denn es ist wieder Donnerstag. Sascha? Thorsten? Ich glaube, du hast da was im Nacken. Hör mal. Was? Hör mal. Was? Guck mal, was hast du im Nacken gehabt? Hä? Wo bin ich? Ich kann mich an nichts erinnern. Eine Fernsteuerung. Ich hätte es eigentlich drin lassen sollen. Da hat man Sascha mal ein bisschen besser unter Kontrolle. Sonst weiß man nie, was da so ablässt zwischendurch. Aber das Ding ist genau das gleiche Ding, was die Außerirdischen in dem wunderbaren Film, den wir heute präsentieren. Mach mal hin, Sascha. Invasion vom Mars. Im Original Invaders vom Mars. Original klingt immer ein bisschen komisch, weil es ist ja ein Remake von einem Original aus 1953. Eine Invasion vom Mars. Da hat sich dann der liebe Tobe Hooper, manche nennen ihn Tobi, wir nennen ihn Tobe Hooper, 86 gedacht, das Ding mache ich nochmal 1:1 neu. David Gardner erlebt einen echten Albtraum. Die Invasion vom Mars. Genau, und worum geht es bei Invasion vom Mars? Um außerirdische Invasoren. Und da ist es nämlich so, dass die mit Hilfe einer solchen Nadel viele Menschen in Davids Heimatstadt zu willenlosen Marionetten umfunktionieren. Und David, ein Schüler, dem will natürlich keiner glauben, bis irgendwann auch mal die Schulpsychologin Linda so ein bisschen auf den Trichter kommt und sich gemeinsam mit ihm versucht, der außerirdischen Invasion entgegenzustellen. Aber da ist es eigentlich fast schon zu spät. Aber niemand will auf ihn hören. Da drüben ist es gelandet, gleich hinter dem Hügel. Niemand will ihm glauben. Ich habe ihm gesagt, dass er etwas nervös ist. Und bald wird niemand mehr übrig sein. Dad? Ist alles klar mit dir, Dad? Aber ja. Etwas sehr Merkwürdiges geschieht mit den Einwohnern von Willow Creek. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Und David Gardner ist der Einzige, der hinter das Geheimnis kommt. Er ist Zeuge der Invasion vom Mars. Also die typische Invasionsstory, wo Menschen sozusagen zu willenlosen Marionetten gemacht werden, kommt auch aus den 50ern noch, aus dieser Kommunismusgeschichte. Ne? Ja. Also die ganzen Alien-Invasionsgeschichten standen ja damals mehr so für diese Infiltration und Unterwanderung des Kommunismus in den Vereinigten Staaten. Ne? Er ist ein Kommunist, er muss verrückt geworden sein. Zu willenlosen Marionetten, der ihrer Freiheit beraubt. Ein General der Armee wird zum Verräter. Vertrauende Polizisten werden zu Brandstiftern. Familien werden auseinandergerissen. Ja, und das hat Tobe Hooper im Prinzip 1:1 in Invasion vom Mars übernommen. Was ich so ein bisschen schade finde eigentlich, weil wenn man so einen Film nochmal neu dreht, auch mit all dem Know-how und den Möglichkeiten, die er hatte, dass man dem nicht noch was Neues hinzufügt oder auch diese Metapher vielleicht auch in die entsprechende Gegenwart bringt. Also nicht nur den Film und die Techniken in die Gegenwart bringt, sondern auch die Inhalte. Ja? Aber du weißt schon, dass wir bei der Trashothek sind. Außerdem ist das Ding aus den 80ern, da ist Kritik total unzulässig. Okay, gut. Hast genau. Ja recht. Außerdem ist das Ding ja von Canon. Ja, genau. Und damit ist ja eigentlich schon viel gesagt, das war so ein Drei-Filme-Deal mit Canon zusammen. Das war jetzt hier Invaders from Mars. Mhm, Texas Kettensägen Massaker 2. Life Force. Genau. Dabei. Und Life Force hat er zuerst gedreht, da hat er 25 Millionen für in Sand gesetzt. Das war nicht besonders erfolgreich. Also der Film war gut, also nichts dagegen. Ich finde den super. Dann kam Invaders from Mars, da hat er da noch 12 Millionen. Da blieben noch 12 Millionen übrig. Und alle drei Filme haben im Prinzip im Kino ihr Geld nicht mehr eingespielt, wobei dieser Film hat letztendlich dann sozusagen wie über die Videoauswertung damals dann doch noch eine Menge Kohle reingeholt. Übrigens eine schöne Auswertung, finde ich. Wollte ich gerade sagen. Von Koch Media. Im Endeffekt muss man sagen, guck mal, was so viele Jahre später dabei noch umkommt. Also das ist jetzt die Variante, das gibt es auch in der normalen DVD- und Blu-ray-Fassung und das ist die sogenannte Mediabook-Fassung, wo also mit dem DVD eine Bonus-DVD und die Blu-ray drin ist und nochmal so ein paar Seiten schönen Text zu dem Hintergrund auch und einfach eine wunderschöne Geschichte für
Sammler gefällt mir saugut. Ich finde, sowas müsste man viel öfters von alten Filmen auch rausbringen. Das ist eigentlich was richtig Geiles. Das ist die 20 oder 25 Euro auch wert, sage ich ganz offen und ehrlich. Für die Leute, die den Film mögen, genau das Richtige. Zumal da geht es ja auch nicht nur um die Verpackung, sondern die Blu-ray ist auch wirklich schön. Der Film ist in einer sehr guten Qualität. Das ist von den Farben her, das ist bunt, das ist wie neu. Das macht richtig Spaß, dazu zu gucken. Ja. Zumal der Film auch damals... Das war mein erster qualitativer Eindruck, so, weil da sind ja dann doch, kennt Film hin oder her, sehr aufwendige Kamerafahrten, eine ganz vernünftige, ordentliche Fotografie in der Geschichte. Ja. Und das bringt, finde ich, diesen Film schon ziemlich weit auf. Turk Gruppe hat ja auch damals in Anführungsstrichen die Meister ihres Fachs versammelt. Also den Kameramann von Krieg der Sterne, John Dykstra oder so. Ja. Dykstra. Dann hier Stan Winston hat die Außerirdischen entworfen, der auch die Aliens entworfen bzw. gebaut hat. Oder auch die Saurier bei Jurassic Park, leider auch vor 2-3 Jahren verstorben. Mhm. Also der hat ja Dan O'Bannon als Autor, der hat vorher Alien geschrieben. Und hey Mann, Dan O'Bannon, das ist unser erster Funkoffizier im zweiten Hörspiel. Ja, genau, unser zweites Hörspiel kommt auch bald raus, auch mit Außerirdischen. Mehr wird aber nicht verraten. Gibt zunächst mehr zu. Ja, warum heißt der wohl Dan O'Bannon? Das ist eine Hommage. An? Den Dan O'Bannon. Dan O'Bannon. Okay, so viel dazu. Ein richtig geiles Teil, ich würde sagen. Ein kleines Juwel, das wir wieder ausgegraben haben. Ich wollte noch auf eine Stelle eingehen, weil Louise Fletcher. Das ist die Kai Winn aus Deep Space Nine. Die Geistliche, diese etwas ältere Dame, spielt ja da nun auch eine hin, die immer hinter dem Jungen herrennt und dann immer so, David Gardner, bleib sofort stehen. Dabei, da ist so meine Lieblingsszene, wie sie dann einen Frosch frisst und dann so rausguckt, dann dabei, so, im ferngesteuerten Modus natürlich schon dabei. Und sie hat für diese Aktion eine Nominierung sich eingehandelt, nämlich für die Goldene Himbeere. Okay. Und somit ist das auch meine Lieblingsszene im Film. Okay, die ist auch wirklich cool. Man muss dazu sagen, die ist auch ziemlich auf alt geschminkt. Die war zu dem Zeitpunkt viel, viel jünger, als sie in dem Film aussieht. Sie spielt ja diese alte Obergouvernante, diese Lehrerin von David Gardner, die Biologielehrerin, so eine richtig olle Schrapnelle. Ja. Und die sieht in dem Film 20 Jahre älter aus, als sie zu dem Zeitpunkt ausgesehen hat. Sieht man im Making-of, wenn man das Interview von ihr sieht. Invasion vom Mars. Es gibt keinen Platz auf der Erde, wo man noch sicher sein kann. Aber kommen wir zur Bewertung. Jawohl. Wo ist denn die Tafel? Ich habe die Bewertung hier stehen. Oh, das ist irgendwie alles anders. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich stand unter dem Einfluss von... Okay, so. Billigen also. China-Schrott. Nix fürs erste Date. Sind wir bei 3 Punkten? Kann man, muss man aber nicht, weil es gibt bestimmt anspruchsvollere Filme, aber man kann ihn wirklich gucken. Ist halt ein bisschen infantil. Dann haben wir den Bierdeckelfaktor, der liegt bei 4, weil die Handlung doch wirklich sehr simpel ist. Also der Junge rennt rum und keiner glaubt ihm und um ihn rum wird alles zu Alien. Das ist ja irgendwie, das kommt natürlich aus in 15. Den Jungs wurden nie geglaubt, ach, diese Lauselümmels mit ihrer Fantasie. Blutamat-Werte geben wir einen Ehrenpunkt, weil es gibt mal kurz Alien-Gedärme zu sehen und wenn die Nadeln aus dem Nacken rauskommen, die Nahaufnahme sieht auch schon ganz schön aus. So, bei Sexorama sind wir natürlich wieder wie bei vielen Science-Fiction-Filmen dieser Art. In guter alter Trashothek-Manier. Bei 0. Es gibt keinen Sex in diesem Film. Ja. Der Trashpegel liegt bei guten 4 Punkten, weil der Film eine sehr trashige Atmosphäre hat. Auch wenn er handwerklich sehr gut gemacht ist, bedient er sich natürlich aller Klischees und Optiken auch des Klassikers. Also auch allein schon dieser Blick auf diesen Berg, hinter dem das UFO 1:1 übernommen. Und man sieht natürlich auch sofort, dass es alles im Studio gedreht worden ist. Und das macht einfach den Charme aus und gibt dem Film auch dessen entsprechenden Trash-Charme. Und spätestens, wenn man dann in dem Raumschiff angekommen ist, ist klar. Genau. Damit wären wir jetzt bei 12 Punkten. Ich habe aber gerade beschlossen, weil mir dieses wunderbare Mediabook so gut gefällt und ich eigentlich möchte, dass viel mehr Labels sowas auf den Markt bringen, gibt es 2 extra Punkte dafür. Zwei extra Punkte allein nur für die Verpackung des Films. Ja. Das können nur wir bei der Trashothek machen, weil wir können machen, was wir wollen in unserem schönen Videomagazin. Genau. Okay, damit sind wir bei 14 Punkten. Macht eine Gesamtzahl dann von... 2,8. Okay. 2,8 für Invasion vom Mars. Und damit landen wir hier im guten Mittelfeld. Der Film ist einfach zu gut. Muss man einfach so sehen. Ja, kommen wir hier. Ja. Kommen wir in einen Zug mit Straße der Verdammnis, Boys von Company C und Dead Heat. Ist doch, würde ich mal sagen, einfach eine schöne Nachbarschaft. Genau, aber kauft euch so ein Ding bitte zuhauf. Das ist für uns auch nicht ganz uneigennützig, denn nur wenn sowas gekauft wird, wird sowas weiter so gemacht, anstatt irgendwelcher liebloser Veröffentlichungen. Richtig. Genau, also geht noch schnell in die Stadt,
vorm Wochenende. Holt's euch. Oder und bestellt's euch. Tust dir wieder in den Nacken. Genau. Alles klar. Bis dann. Macht's gut.